Dort oben, wo rechts die ockergelbe, einzeln und turmartig in den blauen Himmel hochgezogene Schulter eines kleinen, tief in sein inneres, möbelhaftes Schweigen versunkenen Palais überstiegen und zurückgelassen wurde von einer hohen, in Fensteräschen aufgelösten Baumkrone vor dem Sommerhimmel, dort oben schwang sich der Abgang zur ersten Rampe herein, würdig und ausholend in den baumreichen Hang, mit flachen, nicht mit steilen, eiligen, mühseligen Treppen. Hier war empor zu schreiten, hier musste man heruntergezogen kommen, nicht geschwind hinauf oder herabsteigen über die Hühnerleiter formloser Zwecke. Die Stiegen lagen da für jedermann, für selbstgenuge Pack und Gesindel, aber ihr Bau war bestimmt, sich dem Schritt des Schicksals vorzubereiten, welcher nicht geharnischten Fußes immer gesetzt werden muss, sondern oft fast lautlos auf den leichtesten Sohlen tritt und in Atlasschuhen oder mit den Trippelschrittchen eines baren armen Herzens, das tickenden Schlags auf seinen Füßlein läuft, auf winzigen bloßen Herzfüßlein und in seiner Not